Melina und ich sind Anfang 2024 fast 2 Monate durch Vietnam und Japan gereist. Ein Land teuer, das andere wesentlich günstiger. Aber geht so ein Plan auf? Macht es Sinn, Kompromisse einzugehen, um die Gesamtkosten zu drücken und die Reise zu verlängern? Oder zahlt man im günstigeren Land einen ganz anderen Preis? Einen Preis, der nicht unbedingt mit Geld zu tun hat. Um das herauszufinden, habe ich unterwegs jede kleinste Ausgabe in die Notizen-App getippt. Deutscher wird's wohl nicht, aber jetzt helfen die Zahlen hier im Video Antworten zu finden. Kurz und knapp, aber hoffentlich doch lang genug, um informativ zu sein. Wie viel kosten 2 Monate durch Vietnam und Japan? Los geht's. Niemand mag Videos, die ewig lang auf eine Antwort hinarbeiten. Also schaffen wir die wichtigste Zahl direkt aus der Welt. 10.210 Euro haben wir zu zweit für 51 Tage ausgegeben. 3.800 Euro für 28 Tage in Vietnam. 6.410 Euro für 23 in Japan. Durchschnittlich fast genau 200 Euro pro Tag. Für Übernachtung, Essen, Zugfahrten, geführte Touren, Eintritte, mobiles Datenvolumen und Reiseversicherung. Spannend ist jetzt natürlich, wie sich beide Länder in den verschiedenen Kategorien unterscheiden. Natürlich preislich, aber auch in Sachen Erfahrung. Dazu später mehr. Schauen wir uns jetzt erstmal an, für was genau wir Geld ausgegeben haben. Transport. Der mit Abstand größte Betrag waren mit 4.287 Euro die Transportkosten. Also Flüge, Züge, Fernbusse, öffentliche Verkehrsmittel und Taxifahrten. Ein Tag von A nach B kommen kostet in Japan mit durchschnittlich 117 Euro doppelt so viel wie in Vietnam mit 57. Aber wie berechnet sich das? Die teuerste Einzelausgabe sind wie so oft die Flüge. 2.085 Euro haben wir gemeinsam für unseren Gabelflug mit Japan Airlines bezahlt. Von Frankfurt nach Saigon mit Zwischenstopp in Tokio, dann direkt von Saigon nach Tokio und von dort zurück nach Frankfurt. Und da liegt der erste Vorteil von längeren Reisen. Flüge sind natürlich immer teuer, aber kombiniert man 2 oder mehr Ziele und bleibt länger, wird's günstiger. Fliegt man dagegen im einen Jahr für 3 Wochen nach Vietnam und im nächsten für die gleiche Zeit nach Japan, sitzt man länger im Flugzeug, hat länger Jetlag und zahlt dafür auch noch mehr. Um beide Länder besser vergleichen zu können, habe ich den Flugpreis durch 2 geteilt und dann die restlichen Kosten für die jeweiligen Länder dazu addiert. In Japan kam zu den 1.042,50 Euro für die Flüge der 1.416 Euro teure Japan Rail Pass für 21 Tage. Eine Art Flatrate für das japanische Schnellzug- und Regionalbahnnetz und zusätzliche Kosten für U-Bahn und Busse von 238 Euro. Für diesen Betrag bewegt man sich in Japan sehr frei und schnell durchs Land und kommt fast immer auch in kleinere Städte und zu Nationalparks. Taxis und Uber haben wir kein einziges Mal genutzt. Tageskarten für das öffentliche Verkehrsnetz kosten selten mehr als 6 Euro. In Vietnam sieht das etwas anders aus. Zu den 1.042,50 Euro für die Flüge kommen hier nur 548 Euro für Fernzüge, Busse und Taxifahrten. Das ist zwar günstig, aber auch langsam und beschwerlich. Um längere Strecken zurückzulegen, liegt man schon mal 11 Stunden in einem dreckigen Waggonabteil. So eine Langstreckenfahrt kostet zwar nur 60 Euro, aber wirklich ausgeruht kommt man eben auch nicht an. Ein großer Unterschied zwischen beiden Ländern sind die geführten Touren. Während man Japan komplett selbstständig erkunden darf, werden in Vietnam häufig nur geführte Touren angeboten, die den Transport per Minibus einschließen. Das drückt den Preis für den Transport, nimmt aber auch die Freiheit. Übernachten. Übernachten lässt sich in beiden Ländern gut und günstig. Und trotzdem gibt es große Unterschiede. Für 28 Nächte in Vietnam haben wir 862 Euro gezahlt und dabei in einfachen Hotels und guten Homestays, vergleichbar mit Pensionen in Deutschland, mit Frühstück übernachtet. Bis auf eine Ausnahme hatten wir immer ein eigenes Bad im Zimmer. In Saigon waren wir 6 Nächte in einem kleinen Apartment zu Hause. Für durchschnittlich 31 Euro pro Nacht waren die Zimmer immer annehmbar sauber und gepflegt. Japan dagegen spielt in Sachen Übernachten in einer ganz eigenen Liga. Die Räume der Hotels sind oft klein, manchmal etwas älter, aber immer unglaublich sauber und gepflegt. Bei einigen Hotels konnten wir nicht glauben, was wir für unser Geld bekommen. In Zahlen 83 Euro pro Nacht oder 1.115 Euro für den gesamten Aufenthalt. Insgesamt haben wir fürs Übernachten auf unserer Reise 2.777 Euro ausgegeben. Verpflegung. Im Gegensatz zu unserer USA-Reise 2022 waren wir dieses Mal recht wenig in Supermärkten. Das lag größtenteils daran, dass wir statt Wohnungen Hotelzimmer gebucht hatten und Restaurantbesuche in Vietnam, aber auch in Japan, ziemlich günstig sind. 1.942 Euro haben wir insgesamt für Essen und Trinken ausgegeben, 680 Euro davon für Vietnam und fast das doppelte 1.262 in Japan. In Vietnam wurden wir also für durchschnittlich 24 Euro pro Tag satt. In Japan brauchten wir knapp 55 Euro. Ein Restaurantbesuch zu zweit kostet in Vietnam ungefähr 10 bis 15 Euro, in Japan muss man mit ungefähr 30 bis 35 Euro rechnen, was verglichen mit Deutschland immer noch günstig ist. Dafür sorgt aktuell auch der sehr schwache japanische Yen. Vegan ist in Vietnam einfacher, viel Fisch und Fleisch, aber auch kleinere Portionen gibt es in Japan, wo Trinkgeld übrigens wirklich unüblich ist. Eintritte. Jetzt zur größten Überraschung, was die Kosten angeht. Ich hatte zwar schon geahnt, dass die Unterschiede hier kleiner ausfallen, aber damit, dass Japan in Sachen Unternehmungen wirklich günstiger war als Vietnam, hatte ich dann doch nicht gerechnet. Das hat überwiegend 2 Gründe.
Erstens sind Eintritte zu Burgen, Aussichtsplattformen, Freizeitparks und Museen in Japan wirklich günstig. Und zweitens kosten dagegen die so häufig angebotenen geführten vietnamesischen Touren nicht gerade wenig. Verständlich, wenn man als Tourist oft abgeholt wird, einen Guide dabei hat und Essen inklusive ist. Das sorgt dann dafür, dass zwei Tickets für die Universal Studios in Japan mit 106 Euro günstiger sind als ein Besuch im 120 Euro teuren Banner Hills Freizeitpark in Vietnam. Außerdem ist Japan an sich schon wahnsinnig interessant. Meistens braucht es gar keine großen Attraktionen, um von diesem Land begeistert zu sein. Die kulturelle Vielfalt, Fremde und Dichte der Eindrücke reicht völlig aus. Und weil man durch die guten Anbindungen überall schnell hinkommt, ist es dann eben auch noch ziemlich preiswert. 16 Euro pro Tag oder insgesamt 442 Euro haben wir in Vietnam für Eintritte, Touren und andere Unternehmungen ausgegeben, 14 und 322 Euro waren es in Japan. Sonstige. Es gibt Ausgaben, die sind notwendig, aber oft weniger offensichtlich. Das Waschen zählt zum Beispiel dazu. In Vietnam, häufig vom Hotel übernommen, haben wir uns in Japan in diversen Coin Laundries rumgetrieben, um unsere Kleidung wieder sauber zu bekommen. Da zahlt man nicht nur für die Wäsche, sondern auch für diese kurzen Einblicke ins normale Leben der Einheimischen. Dann sind da Dinge wie Krankenversicherung, Medikamente, mobile Daten und eine VPN. Nicht wirklich spannend, aber sinnvoll. Interessanter sind das schon Briefmarken, Postkarten, Stifte, um ins Tagebuch zu schreiben und Fotoboxen. Mit 215 Euro bzw. 9 Euro pro Tag für Japan und 225 Euro oder 8 Euro pro Tag für Vietnam ist die Kategorie nicht nur die letzte, sondern auch die günstigste im Vergleich. Fazit. Kommen wir zum Schluss. In Vietnam lässt sich günstig Urlaub machen, da gibt's keine Zweifel. Die Preise sind verglichen mit Japan nur ungefähr halb so hoch. Das schont das Budget und verlängert unter Umständen die Reisezeit. Aber zu welchem Preis? Wo ist der Haken? In Vietnam und anderen günstigen Ländern bezahlt man häufig mit dem Gefühl, permanent im Mittelpunkt zu stehen. Mit undemokratischen Systemen, mit Überwachung und fehlender Freiheit. Wer nur entspannt am Strand liegen will und nicht nach rechts und links schaut, den wird das nicht interessieren. Alle anderen haben vielleicht hin und wieder ein mulmiges Gefühl. In teuren Ländern dagegen bezahlt man eben häufig auch für die Freiheit, sich frei zu bewegen und zu erkunden. Für Sicherheit, eine gewisse Anonymität, Grundrechte und Respekt. Das sollte man in meinen Augen immer im Hinterkopf behalten, wenn man darüber nachdenkt, die nächste Reise zu verbilligen. Für uns war die Zeit in Vietnam zu lang. Wir hatten nicht wirklich Entspannung nötig und uns irgendwie auf ein Abenteuer gefreut. Das findet aber in diesem vom Tourismus abhängigen Land eben häufig nicht statt. Wir hatten das Gefühl, innerhalb von Leitplanken zu reisen. Dazu waren wir insgesamt 2 Wochen krank, was natürlich zusätzlich für schlechte Stimmung gesorgt hat. Am Ende wollte ich einfach nur noch weiter. Ich persönlich würde nicht mehr versuchen, mit einem Budgetland meine Reise zu strecken. Es gibt andere Möglichkeiten, Geld zu sparen. Günstige Airbnbs, selbst kochen und einfach leben. Wir haben das 2022 in den USA schon mal gemacht. Fast 3 Monate für 210 Euro pro Tag, statt 200 bei dieser Reise. Das ist dann oft auch mehr Abenteuer, als sich bequem von einem Touristen-Hotspot zum anderen fahren zu lassen. Wenn die Kosten für eine lange USA-Reise interessieren, kann mein Video dazu in der Beschreibung finden. Wer Fragen oder Anregungen hat, schreibt in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.